Körperhaltung. Während des Vortrags oder der Präsentation sollten Sie besonders darauf achten, dass Sie einen klaren und festen Stand haben. Er spiegelt am deutlichsten Ihre innere Einstellung wider. Stehen Sie aufrecht und offen da. Welcome zu einer neuen Folge von The Life of Loosemore. Das sind unter anderem solche Übungen, die ich mit meinen Schülern mache, momentan im Online-Coaching, wenn es um Vocal-Coaching, Präsentation oder Moderation geht. Also das heißt um stimmliche Bewegung. Allerdings finde ich auch sportliche Bewegung sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich mal bei meinen sportlichen Freundinnen so nachgefragt, was die denn momentan so machen. Und unter anderem hat mir Miriam, sie war so lieb, mir ein Video zu schicken von sich und ihrem Sohn, was sie für ihre Schüler gedreht hat. Miriam, muss mal ganz kurz sagen, ist wie gesagt langjährig Sportlehrerin, SAFS- und Beta-Ausbilderin und ja auch eine langjährige Freundin. Und ich finde es wunderbar und danke ihr schon mal, dass sie dieses Video zur Verfügung gestellt hat, jetzt für euch zum Nachmachen. Aber davor kommt noch ein kleiner Einschub bzw. eine kleine Motivation für alle, die jetzt noch sitzen, von Henning Fritz, Welthandballer, Europameister und Weltmeister, der euch noch auch eine kleine Message zur Verfügung gestellt hat. Also viel Spaß mit Henning und danach aber gleich mit Miri Sport machen. Los geht's. Ich nutze diese freie Zeit, um mich fit zu halten, gesund zu bleiben, aber auch Dinge, die liegen geblieben sind, wie zum Beispiel Garage und Keller aufzuräumen, was für Energie sorgt, an meinen Themen zu arbeiten, Vorträge zu halten, an anderen Themen, die ich zuletzt habe liegen lassen, möchte ich jetzt weiterarbeiten, um gestärkt aus dieser Krise zu gehen und mit neuer Energie zu sammeln, um positiv durch diese nicht ganz einfache Zeit zu gehen. Das wünsche ich euch auch. Alles Liebe, euer Henning. Hallo zusammen. Ich bin eine langjährige Freundin von der Jenny. Deshalb darf ich auch auf ihrem Kanal sein. Wir kennen uns schon ganz lange aus der Fitnessbranche und sind auch privat ganz gut befreundet. Und ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Miriam Schubert. Ich komme aus Karlsdorf und ich habe mir gedacht, dass ich meinen Beitrag zur momentanen Situation dahingehend leiste, dass ich Mitmachvideos auf YouTube einstelle. Ich habe schon ein Yoga-Video gemacht, weil ich ja aktuell nicht face-to-face mit meinen Yogis arbeiten kann und habe auch für meine Schülerinnen und Schüler in der Schule ein kleines Workout erstellt, das sie zu Hause machen können. Und freue mich total, dass ich hier bei Jennys Kanal mitwirken darf. Alles Gute für euch, bleibt gesund. Tschüss. Hast du los? Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Da ich ja nicht zu euch in die Sporthalle kommen kann, dürft ihr zu mir ins Wohnzimmer kommen, zu uns ins Wohnzimmer. Und wir haben gedacht, wir machen 5 Übungen mit euch. Seid ihr dabei? Und los geht's! So, Hände auf die Couch oder auf den Stuhl, mehr braucht ihr dazu nicht. Po lösen, Finger schauen nach vorne und jetzt die Ellbogen beugen. Genau. Beugen und strecken. Nicht ganz lang, strecken, so ein bisschen gebeugt im Gelenk. Genau, immer tief und hoch. Ich würde sagen 10 Stück, ja, noch 4, waren das 10? 3, 2 und 1. Und dann setzt euch. So. Weiter. Gut. Dann knien wir uns auf die Couch. So. Lauft mit den Händen ganz weit nach vorne und auf die Füße, die Schultern über den Händen positioniert und die Arme ganz lang. Bauch fest. Halten. Und dann lauft langsam wieder zurück. Arme heben. Und wieder nach vorne. Laufen ganz vorsichtig. Die Stützposition. Drückt den Boden richtig tief nach unten weg.
Sitzen. So, Arme heben. Und nochmal. Halten. Ganz kurz. Und wieder zurück. Arme heben. Und ich würde sagen, noch einmal. Okay. Halten. Und zurückkrabbeln. Und heben. Und dann setzt ihr euch. Gut. Hände in den Nacken. Beine heben. Knie zum Brustkorb. Und weg. Abwechseln. Ja? Knie ran. Und weg. Wirbelsäule gestreckt. Brustkorb heben. Gut. Noch fünf. Noch vier. Nicht aufgeben, dranbleiben. Zwei. Und eins. Sehr gut. So, aufstehen. Rechtes Bein nach vorne. Du bist linke. So. Fuß hinten auf die Couch. Hosenschritt. Stützt euch vorne am Oberschenkel. Kniebeugen. Tief und hoch. Fuß ein bisschen weiter vor, sodass dein Knie über dem Sprunggelenk vorne ankommt. Genau. Mama. Noch vier, drei, zwei und eins. Und die Seite wechseln. Auch 10 Stück. Auf der anderen Seite. So, und das geht. 10. Aufrichten, Schultern locker. So, Knie beugen, strecken. 6. 5. Geht's? 4. Und 3. 2. 1. So, und letzte Übung. Handbänder. Jumping Jack. Und weiter. Mindestens 30 Sekunden. Sehr gut. Gut. Wenn ihr damit fertig seid, zweiten Satz, alles nochmal von vorne und dann bleibt ihr fit, bis wir uns wiedersehen. Tschüss, danke. So, meine Lieben, ihr habt es geschafft, vor den Bildschirmen zu Hause, vor dem Laptop. Ihr habt Sport gemacht, hoffe ich doch. Und ich danke an dieser Stelle Miriam, Nuno und Henning für euren Beitrag bei einer neuen Folge von The Life of Loosemore. Und ich schließe auch dieses Programm heute damit. Wer Lust hat, sich zu verbessern beim Sprachcoaching, bei der Präsentation, der kann einen Korken nehmen und sollte vielleicht sein Buch nicht zerrupfen, was mir gerade passiert ist beim Wegschmeißen. Und Texte deutlich lesen mit dem Korken, versucht es so deutlich wie es geht zu machen, um eure Präsentation vielleicht ein bisschen verbessern zu wollen. Das wäre, ja, wäre so eine kleine Idee von mir. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und I'll see you next time.